Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. Im letzten Part sind wir hier nach Berg-AKZ gekommen und haben eine Sklavin verfolgt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich nur wegen dem Speicherpunkt hier rüber bin. Oder ob die auch hier lang gerannt ist. Ich gehe erstmal oben gucken. So, dürfte ja glaube ich nicht so weit gehen. Naja gut, wobei, sie ist schon eine Weile am Klettern. Ja. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Da hinten sah es komisch aus. Also ich kann mich halt hier an noch eine Szene erinnern. Da war man irgendwie am Baden oder so. Und, ups, was ist denn hier los? Hat sich das jetzt gerade bewegt? Hä? Das ist doch jetzt höher geworden, oder nicht? Naja. Ach scheiße, ja, Killerreißer. Ich kann mich erinnern. Benutzt Engel, please. Engel. Ich kann mich, wie gesagt, daran erinnern, das war damals auch Berg-AKZ. Da musste ich halt immer dieses blöde Muster anlegen, weil ich sonst gekillt wurde dauernd. Das war so nervig, aber wenigstens haben die jetzt ja alle Engel. Gott sei Dank. Und ich glaube, die Machina, die ist ja eh immun dagegen. Das bringt viel EXP. So, ich probiere jetzt einfach mal hier hochzuspringen. Vielleicht klappt es ja. Nö, leider nicht. Schade. Okay, das ist irgendwie... Das mag das gar nicht. Vielleicht muss ich da irgendwie von oben oder so springen. Dass ich von oben da dran komme. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier gerade... in die Höhle. Wobei, ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier richtig laufe oder ob ich mich total verlaufe gerade. Aber ich glaube, wenn es die eine Höhle ist aus dem ersten Kapitel, wo man Richtung Bohrspinne gerannt ist, dann sollte der Weg relativ falsch sein. Ich will aber mich gerade erstmal erkundigen, ob das jetzt wirklich die ist. Sieht ja schon irgendwie so danach aus, oder? Ah ne, hier ist einfach nur eine Kiste. Ui, okay. Phönixfeder bekommen. Als ob wir eine Phönixfeder bräuchten. Wir sind so ausgestattet. So. Da geht's irgendwie lang. Aber auch nicht so richtig. Ah ja, dann gehen wir den anderen Weg. Und wenn das hier oben falsch ist, gehen wir unten lang, wo der Speicherpunkt war. Da, wo Speicherpunkte sind, ist halt auch immer das Problem. Dann kommen dann Bossgegner oder so. Und das will ich jetzt gerade mal noch nicht machen. Sondern vielleicht erst gleich dann, wenn ich hier was auch immer erledigt habe. Oder vielleicht die Kisten noch bekommen habe oder wie auch immer. Gerade mal gucken. So. Geht es denn hier noch lang? Tatsächlich. Water felt great. Can you believe there's a hot spring in a place like this? But isn't this supposed to be sacred Ronso ground? Maybe this wasn't such a good idea. What? You think some Ronso boogeyman is gonna come get you? Better that than the boss. Know what I mean? Hey! You two been slacking off? No, we were, getting ready for duty. Just trying to, rejuvenate, sir. Okay. What's this? A hot spring? Were those LeBlanc's goons? Look, they forgot something. That sure was easy. Ui. Ja, wichtiges Item, LeBlanc-Uniform bekommen. Well, as long as we're here. On sacred ground? No one's looking. Ja, scheinbar sind hier eine Menge Leute am Baden. Das haben wir ja auch in dieser Monstergeschichte gesehen, wo die älteren Frauen da hier am Baden waren. Also so selten wird das wohl nicht gemacht. Ah,
This feels great. What have we here? What? Whatever. I know who's got it going on. Oh, excuse me? Stay away. Oh. Whoa. Wanna get hurt? You should check out pain. Ugh, hurt time. You want some? Ooh, let me help. Where were we? I didn't mean it! Too late! Yuna? What's all the noise? Just taking a little dip. Alarmstufe rosa. Brother? Don't worry, I knocked him out. Maybe we should get out. I'm getting all roomy. I really needed that. Ich verstehe es zwar irgendwie immer noch nicht so ganz, aber okay. Ich weiß nicht, was das jetzt hier gerade mit Riku zu bedeuten hatte. Keine Ahnung. Na gut, gehen wir mal hier wieder lang. Jetzt weiß ich gerade gar nicht auch, wo ich bin. Ah, hier sind wir. Ich verstehe. Da habe ich einen ziemlichen Umweg gemacht. Ich glaube, wenn ich da unten lang gelaufen wäre, wäre es ein bisschen schneller. Obwohl, dann wäre man nicht von oben runter gestürzt. Keine Ahnung. Naja, naja. So. Gut, dann. Ich denke mal, dann sind wir hier fertig. Na? Achso, ich muss Kreis drücken. Was speichern? Ich kann nicht. Ach, ich kann hier nicht raus. We'll be taking that uniform back. If we lose it, LeBlanc will give us the heal. Ah, okay. Deswegen konnten wir nicht raus. Go Monster, go Monster. Und Elmar. Ja, die sind ja keine Gegner für uns. Mir kommt es manchmal echt noch so vor, als ob die Gegner so ein bisschen für ein wesentlich niedrigeres Level oder so gemacht sind. Ich bin einfach overpowered oder so. Aber das kann ich mir ja auch nicht vorstellen. Ich meine, so ein hohes Level haben wir jetzt nun echt nicht. Ich habe ja jetzt nicht gegrindet oder so. Im Gegenteil. Ich hatte die meiste Zeit, hatte ich ja die Monster dabei. Falling down on people like that gave me a little surprise. That's all. For a little surprise, you sure took a while to come back. Who asked you? Ah, sehr gut. Kraftbrecher ist bei dem, glaube ich, wirklich ganz praktisch. Ja, das war's schon. So lächerlich, wirklich. So lächerlich. Na gut. Ja, unser Apparat ist ein Level gestiegen. Mission accomplished. We found ourselves a uniform. Roger, we're on our way. Super. Wir haben die Mission abgeschlossen. Haben die letzte Uniform bekommen. Behalten diese natürlich auch. Und können jetzt rein theoretisch in Guado Salam weitermachen. Kostümpalette fest wie Felsen erhalten. Wahrscheinlich irgendwie sowas Steinschutzmäßiges oder sowas.
Well? It's perfect. We're off to Chateau LeBlanc. Let's settle the score. Ich würde gerne mal sehen, wie die sich ohne die Kostüme bewegen. Also auch so mit Salto und Krams. So, Kostümpalette Zeit des Sturms erhalten. Oh, wir werden so zugebombt mit Kostümpaletten. Ich benutze irgendwie immer nur eine. Aktive Verbindung in Guado Salami. So, wir waren gerade eben noch in Bergaga Z. Das bedeutet, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Senna-Kent-Ruinen. Einst war Senna-Kent Ziel der Media, doch auch dieser Ort, der in die Geschichte Spearas einging, ist ein Touristenort geworden. So. Was ist mit euch? Ein Sympathisant der jungen Liga wird das nicht verstehen, aber für uns Javoniter ist dieser Ort heilig, ja für mich auch. Also für Yuna. Der Priester sagte mir, dass ich nicht mit euch sprechen darf. Was haben Liga-Anhänger hier auf dem heiligen Boden Jevons verloren? Hallo? Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Immer diese blöde... Das macht mich tatsächlich ein bisschen sauer. Immer dieser blöde Wettkampf. Ich meine, hallo, wer hat Sinn besiegt? Das war ja wohl bestimmt nicht irgendjemand anders. Das waren wir. Die Stadt, die vor 1000 Jahren unterging, die Endstation der Reise eines Mediums. Willkommen in den Ruinen von Senna-Kent. Schaut, die von New Yevon beten diesen Schrottplatz an. Dieser Ort ist das Symbol der Torheiten Yevons. Wir, die junge Liga, sollten ihn verwalten. Wenn wir einen wichtigen Spheroiden finden, werden wir befördert. Die einstige Stadt soll voller Machina gewesen sein. Hier würde ich gerne Ausgrabungen durchführen. Sid war sehr schnell. Nee, das schnell kann das nicht sein. War hier schon... Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Albed-Zeitungen, damit wir mal lernen, was da jetzt eigentlich gesagt wird. Booming. Oh, what's Pop thinking? So, entschuldige den kurzen Schnitt. Ich musste gerade noch mal für das Resident Evil Together was absprechen. Aber da bin ich auch schon wieder. So, wir gehen jetzt mal in den Tempel näher herein. Und ja, es scheint irgendwie immer noch nicht abgenommen zu haben hier mit den ganzen Touristen. Geben Sie ab hier acht. Nicht nur die Monster, sondern auch auf Affen. Ja, die Affen. Die klauen uns Geld. So, ich gehe ja davon aus, dass wir in den Tempel selbst rein müssen. Weil hier vorne irgendwie gar nichts ist. Meistens ist ja irgendwas. Selbst wenn keine Mission angegeben ist. Oh, die sind ein bisschen stärker, die Gegner, sehe ich gerade. Schaffen die das? Oh, ja, okay, die sind aber schnell tot. Sah jetzt wahrscheinlich nur gerade so aus, dass die viel abgezogen haben. Ja, 54 XP ist nicht die Welt. Okay. Ja, ich habe mir heute was vorgenommen. Mein Gott, ich war halt heute bis um 6 arbeiten. Also gut, wenn ihr das seht, ist das jetzt letzte Woche gewesen. Ich war halt bis um 6 arbeiten, dann bin ich heimgekommen, habe mir nebenbei halt schnell noch was zu essen geholt, habe angefangen zu rendern. Beim Rendern habe ich gegessen. Habe dann schnell abgewaschen. Nach dem Abwaschen habe ich mich jetzt hier hingesetzt und Dark Souls aufgenommen. Das dauert immer so lange. Ich weiß nicht, das dauert immer so ewig, bis ich dann mal bereit bin aufzunehmen und alles eingestellt habe, das Mikro richtig hingestellt habe. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe nämlich keinen festen Platz dafür. Ich muss das immer wieder wegmachen. Ja, nicht das Mikro, die Kamera meine ich. Und ja, und dann hat es die Aufnahme selbst so lange gedauert, weil ich erst dachte irgendwie, oh Gott, wo bist du denn hier? Jetzt bist du wieder am Anfang. War aber so gewollt. Das habe ich nur nicht ganz gerafft gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja, und jetzt muss ich noch um die 2 Stunden eigentlich aufnehmen und wir haben schon um 10. Ups. Na ja, mal gucken. Well, hello. How's work? It's a never-ending struggle. As you can see, the monkeys are multiplying. They were harassing the tourists. We had to close down.
So, Pop got told off by Uni and outsmarted by monkeys. That's gotta hurt. Oh. Well, I must be going. Now you behave yourselves. Hey, if there were more of these little guys, you'd think the place would empty out? It just might. Ja, und da haben wir eine geheime Mission. Für die Affen ist die Paarungszeit angebrochen. Finde den richtigen Partner für jeden Affen. Vielleicht passiert was Gutes. Hinweis, acht auf die Namen der Affen. Wow, okay. Ich habe das damals, wo ich für mich gespielt habe, mit einer Lösung gemacht. Mal sehen, ob ich das jetzt auch so hinbekomme. Weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube... Wie war denn das? Ach nee, die haben jetzt gar keine Herzen über Kopf. Erst wenn man die zusammenbringt. Ich will mal gerade schauen, ob ich hier vielleicht speichern kann. So. Oh Mann, ich muss die jetzt hier wahrscheinlich echt über den ganzen Ding verteilen, oder? Mal gucken. Jule. Hä, Moment, jetzt muss ich erstmal schauen, das nochmal ging. Ich dachte eigentlich, man konnte irgendwie das erkennen oder so, dass diejenigen verkuppelt werden wollen. Mal gerade weiter gehen. 1000 Gilla halten. Warte mal, wie ist denn das hier? Yang mag den Klang des Gills. Ja, ich auch eigentlich. Mango sieht eingeschnappt aus. Wir gehen mal nach unten. Ging das? Ach, vielleicht muss ich Viereck oder sowas drücken. Ich speichere jetzt am besten erstmal. Ich meine, wir haben ja ziemlich viel Geld. Dann macht das ja jetzt nicht so viel aus, wenn ich ein bisschen Geld verliere. Nee, mit Viereck kann ich die nicht ansprechen. Salamander scheint meckern zu wollen. Orchidea will einen Streich spielen. Lazuli ist empört. Opera sieht unzufrieden aus. Was zur Hölle? Wie ging das nochmal? Gerade nochmal nach oben gehen. Dorio sieht betrübt aus. Ah, hier ist noch eine Kiste. Was mit dir? Odeus ist beleidigt. Wie kriege ich dich denn jetzt mit? Vielleicht muss ich noch mal irgendwie mit wem sprechen, dass es noch gar nicht richtig gestartet jetzt ist. Sekunde. Jetzt muss er eigentlich auch irgendwo anfangen. Ignis hat es auf Jill abgesehen. Angela ist ungesellig. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss mir mal eine Lösung anschauen, wie das nochmal ging. Luna hat einen kalten Blick. Ich versuche halt alles, upsala, alles Mögliche zu drücken gerade. Nee. Das ist merkwürdig. Entschuldigt, dass ich hier gerade so total im Dunkeln tappe. Ich hatte eigentlich die... Also ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass man halt den Affen angesprochen hat, den dann irgendwie dabei hatte und den irgendwo absetzen konnte oder so. Jule scheint einsam zu sein. Ich glaube, ich mache das so, wir beenden jetzt den Part erstmal an der Stelle. Bringt ja jetzt gerade nichts. Ich muss mir mal anschauen, wie das genau geht. Und dann versuche ich, das auch irgendwie rauszufinden. Es wird schwierig, aber okay. Also, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.